Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Es ist Montag, der 15. Wir haben keine Post, aber hier aus den Recyclingmaschinen ist ein bisschen was fertig. Das ist ganz schön. Haben wir noch eine Quest? Nein, haben wir auch nicht. Und was habe ich zum Inventar? Geoden und natürlich die Tränen. Okay, gut. Fangen wir an, wie immer, schauen, wie es unseren Tieren geht und gucken dann, was generell so los ist. Es ist Montag, das bedeutet, Mani hat zu, aber da möchte ich ja eigentlich sowieso nicht hin. Nachdem wir in der letzten Folge die kleine Tello gekauft haben, unser kleiner Außenseiter. Leider kein italienischer Name, aber okay. So, das Ei packe ich direkt mal hier rein und dann kommt der Rest auch erstmal dahin. Und dann müssen wir mal schauen, in was wir als nächstes investieren. Ich hatte ja beim letzten Mal schon nachgeschaut, wie teuer es ist, die Gießkanne zum Beispiel zu tunen. Und das Ganze kostet 5000. Können wir uns jetzt natürlich leisten. Das würde gehen. Ich weiß noch nicht. Müssen wir mal schauen. So, sieht man die kleine Tello denn schon? Ja! Oh, wie süß! Oh, wie niedlich! Ja, Tello sieht heute wirklich glücklich aus. Aber ich glaube, ich kann dich noch nicht melken, ne? Ich glaube nämlich, dafür brauchst du noch ein paar Tage. Du bist ja noch ziemlich klein. So, die Milch kommt mit. Der Melkkübel kommt mit. Dann kommt das schon mal hier hin. Und der Melkkübel als nächstes dahin. Wir könnten auch in ein... Hallo? In ein größeres Inventar investieren, ne? Wäre auch mal eine Idee. Ich weiß aber gerade nicht, wie teuer das ist. Können wir eventuell nachschauen? Wenn der gute Pierre heute nicht zu hat. Ich weiß es gar nicht. Ich probiere es jetzt mal. Geht noch nicht, ne? Ja, Tello ist zu jung, um Milch zu geben. Gut, das habe ich mir fast gedacht. Dann schnappen wir uns hier noch ein bisschen Heu. So, jetzt habe ich 6. Ja, 6 passen nicht hin, oder? Ist das schon eine Achterbank? Ja, doch, ist sogar schon eine Achter. Ach, super. Das ist ja richtig gut. Also, dann kommt das hier erstmal weg und das kommt wieder weg. Wir können jetzt auch bei Gelegenheit mal nachschauen. Das werde ich auch gleich tun, ob wir vielleicht noch eine weitere Mayonnaise-Maschine und eine weitere Käsemaschine machen. Damit wir da noch ein kleines bisschen mehr verdienen. So, den ganzen Kram hier nehme ich jetzt auch schon mal mit. So, eine wunderbare Schnecke, noch ein Flusskrebs, der kann verkauft werden, denn wir haben ja noch einen im Inventar. So, die Köder kommen dann mal eben kurz hier hin. Na, komm schon. Jo. Da auch einer rein und da oben auch einer rein. So, Köder wieder an der Angel befestigen. Und dann gucken wir einfach mal. War da jetzt irgendwas dabei? Ja, die durchweichte Zeitung. Okay. Damit wir das direkt in die Recyclingmaschine packen können. Da haben wir nochmal Quarz. Struppel, du wirst heute wieder verdursten. Ich werde dir nicht zu trinken geben, weil ich so ein böser Mensch bin. So, das kann weg, das kann weg. Fackel kommt auf jeden Fall hierhin. Wie viel haben wir davon denn? 46? Wow. Vielleicht sollte ich die bei Gelegenheit echt mal irgendwo aufstellen. Ne? Ich wüsste jetzt gerade nur nicht, wo. Also, Geode dabei, Träne dabei. Das ist gut. Dann gucken wir mal eben kurz nach. Also, wo haben wir es denn? Nein, wo haben wir es denn? Da brauchen wir Holzsteine, Erdkristall, Kupferbarren. Okay, Hartholz-Kupferbarren. Wie sieht das aus mit den Erdkristallen? Wir haben 6, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Was war das jetzt noch? Kupferbarren, ne? Ich meine schon. Dann nehmen wir die auch nochmal mit. Und dann gucken wir mal, dass wir eine Käsemaschine herstellen und eine Eiermaschine. Das reicht aber dann, oder? 2 Stück? Oder wollen wir... Ach nee, 3 finde ich jetzt so viel. Ich meine, es hat ja immer gut hingehauen eigentlich mit der einen. Und wenn wir jetzt noch 2 haben, ja, das ist schon in Ordnung. So, was muss ich mitnehmen? Eisenbarren, ne? Das ist doch dann die Stahlgießkanne. Bedeutet, ich muss Eisenbarren mitnehmen. Okay, ich packe aber trotzdem schon mal die beiden neuen Maschinen da unten hin und befülle die. Ja, wie gesagt, ich glaube, das reicht erstmal fürs Erste. Ich habe übrigens letztens, ist jetzt schon ein paar Tage her, fällt mir aber gerade irgendwie so spontan ein, habe ich in den Kommentaren gelesen, da hat mich jemand gefragt, weil ich auch am Anfang sagte, oh ja, das Ganze hier könnte vielleicht so ein Laber-Let's Play oder so werden. Da hat mich jemand gefragt, ob ich nicht mal so ein Q&A machen könnte während der Folgen. Ja, rein theoretisch. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Das beantworte ich euch dann. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Können wir gerne machen. So, dann packe ich das mal. Na, hallo, geht das da nicht? Geht das da nicht? Doch, das funktioniert. Sehr schön. So, dann schnappen wir uns noch eine große Milch, die kommt da rein. Und dann sind wir jetzt zumindest ein bisschen produktiver. Das ist ja schon mal ganz schön. Recyclingmaschinen haben wir genug. Bei den Einmachgläsern, da könnte man vielleicht auch nochmal eins herstellen. Irgendwann. Aber die sollen ja sowieso auf lange Sicht nicht dort stehen bleiben. Finde ich eigentlich nicht so schön. Wenn ich mal den Pferdestall habe, dann soll der eigentlich da direkt hin. So, nochmal 3 Fackeln dazu. Und dann ist es jetzt 10 Uhr. Und wir machen uns auf den Weg in die Stadt. Leute, das ist das, was wir brauchen. Das ist Eichenharz.
Es ist Eichenharz. Das bedeutet, wir können... Nein, das bedeutet, wir können dieses Weinfass herstellen. Oh, wie gut. Oh, was ist das denn? Alte Puppe. Was kann ich damit machen? Gunther kann dir mehr darüber erzählen. Oh, wie geil, Leute. Ja, das schnappe ich mir nachher. Das ist ja mal richtig gut. So, das bedeutet, wir können bald Wein herstellen. Das bedeutet, wir können Rasmodius Bündel dann mit ein bisschen Wein auffüllen. Oh, richtig super. Das freut mich ja gerade total. Was sagen die Geburtstage? Rasmodius hat am 17. Okay. Und was habe ich hier? Nur für Mädchen. Psst, ich brauche Jade. Du weißt, wofür, behalte es für dich. Okay, Hayley. Was? Und das bringt 600? Ich weiß nicht, ob ich noch Jade habe. Werde ich nachher mal nachschauen. Vor allem nur für Mädchen? Warum? Was hat sie denn damit vor? Also Hayley, ich weiß ja nicht. Aber gut. So, erstmal zum guten Clint und dann zu Gunther. Oh, das freut mich mit dem Eichenharz, dass das jetzt auch relativ schnell ging, ne? Richtig schön. Ist da was drin? Nope, da haben wir nichts. So, mein Lieber. Erstmal Geode aufbrechen, gucken, was da so Schönes rauskommt wahrscheinlich. Oh, kennen wir das schon? Können wir das gebrauchen? Zwergischer Helm, weiß ich gerade gar nicht. So, Werkzeuge verbessern. Stahl, Gießkanne, 5000. Boah, ist das viel. Goldachs, ja, das ist auch später wichtig. Die Hacke finde ich gar nicht so wichtig. Ja, komm. Ja, komm, wir machen das jetzt. Ja, ja, ist in Ordnung. Passt schon. Jetzt haben wir nur noch 2000. Aber gut. So, Gunther, wie wäre es mal wieder mit einer Belohnung für mich? Ich habe das Gefühl, du hast mir schon lange keine mehr gegeben. Wo packe ich denn mal die alte Puppe hin? Vielleicht dahin? Und keine Belohnung. Alles klar. Dann eben nicht. Dann gehen wir eventuell mal eben kurz runter zum Strand. Gucken, was da so abgeht. Wobei ich beim letzten Mal relativ viele Korallen gefunden habe, glaube ich. Aber okay. Elliot, hi, warte. Du bist gekommen, um mich in der Kälte zu besuchen? Ja. Ich könnte eine Ruhepause von meiner einsamen Arbeit gebrauchen. Ja, dann chill doch ein bisschen. Mach doch irgendwas. Da sind nochmal kleine Würmchen, die haue ich gleich raus. Eine Koralle, das ist schon mal gut. Zwei Korallen, drei Korallen. Ach, schön. So, da unten ist sonst nichts mehr, hier oben ist auch nichts. Okay, dann haue ich da unten jetzt erstmal die kleinen Würmchen raus. Und dann könnten wir vielleicht mal in die beiden Häuser da vorne gehen, eventuell mit den Leuten quatschen. Und dann untenrum wieder zurück zur Farm. Na, komm schon, den hier. Wow, jetzt finden wir echt viele von den Süßkartoffeln, ne? Das freut mich. Dann hoffe ich wirklich, dass ich noch Jade dabei habe. Denn ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, in welchen Ebenen man das findet. Hm, ich glaube, das waren so 20er, 30er oder so. Keine Ahnung. Hier können wir... Ach nee, hier können wir nicht plündern. Mani, geh mal bitte weg. Jetzt können wir plündern. Ist aber eh nichts drin. Okay, wen haben wir hier? Emily. Pass auf, dass dir kein Eiszapfen auf den Kopf fällt. Ja, ich passe auf. So, jetzt Hayley, war wahrscheinlich wieder voll zickig. Ich will an einen Ort ziehen, wo es wärmer ist. Ach du, also... Du alte Kuh, ne? Du bekommst nachher dein Jade und dann bist du hoffentlich ein bisschen netter zu mir. So, was haben wir da noch? Gar nichts. Okay. Und wen haben wir hier? Vincent, hey. Ich will genau wie mein großer Bruder sein, wenn ich groß bin. Oh, süß. Jody. Ich habe es als Kind geliebt, im Schnee zu spielen. Das Schöne am Muttersein ist, dass ich so etwas wieder genießen kann. Oh. Ich mag die so gerne. Also ich glaube, Jody ist eigentlich mein Lieblingscharakter von den weiblichen. Ja, ich glaube, das ist Jody. Obwohl, Lea mag ich auch, ne? Und mit Lea quatsche ich voll selten. Ich versuche jetzt da reinzugehen. Irgendwie vernachlässige ich Lea, kann es sein. Sie ist aber nicht zu Hause. Aber ich darf trotzdem schon rein. Auch das ist ja cool. Das hätte ich nicht gedacht. So, da ist noch eine Kristallfrucht. Es ist Montag, das bedeutet, der Händler ist auch nicht da. Oh Leute, wir können Wein machen. Ich freue mich so. Ich hoffe nur, dass wir dafür jetzt nichts anderes noch brauchen, was ich die ganze Zeit total vergessen habe oder so. Das wäre echt nicht so schön. So, jetzt erstmal den ganzen Kram verkaufen, damit wir hier ein bisschen Übersicht haben. Das kommt weg. Ach ja, das kann auch weg, genau. Also, die können weg, das kann weg und die können jetzt auch weg, die beiden. Dann kommt erstmal die gemischte Saat da rein. Die Barren kommen hier rein. Haben wir noch Jade? Wir haben kein Jade mehr. Oh Mann. Nein, das ist alles kein Jade. Nee, nee. Oh, das ist ja richtig doof. Och, Mann. Ich weiß echt so auswendig nicht, wo man das findet. Also Holz, Kupferbarren, Eisenbarren, okay. Kupferbarren, Eisenbarren, Holz. Oh, das ist ja voll gut.
Das ist ja echt hoch, das ist ja echt voll gut. So. Und wo stehe ich das hin? Ja, einfach wieder hier dazu, ne? Das sieht so blöd aus hier. Ich mag das nicht. So, das kommt erstmal dahin. Und dann würde ich sagen, packen wir als allererstes auch Weintrauben rein. Wenn wir noch welche haben. Ich hoffe, ich war nicht so blöd. Und habe die alle verschenkt, verkauft. Wie auch immer, 8 Stück haben wir noch. Ja, super. Dann machen wir da jetzt ein kleines bisschen Wein. Ja, Leute, was mache ich jetzt? Ohne Jade. Ja, in die Mine gehen, ne? Ich probiere es. So bei den 20ern, 30ern könnte man mal schauen. Ach, ich hätte jetzt auch eigentlich, ich bin noch doof, ne? Ich hätte jetzt auch eigentlich mit der Bahn fahren können, aber ist egal. Hier können wir dann wenigstens noch ein bisschen was einsammeln und eventuell Linus noch was schenken, falls der da vorne rumsteht. Wie sieht's mit Sebastian aus diese Woche? Mal eben kurz gucken. Da. Sebastian, dir kann ich noch was schenken. Ja, super. Vielleicht bist du ja sogar zu Hause. Das fände ich richtig schön. Oh, Louis ist hier? Aha. Okay, Sebastian, ah, du bist auch da. Ja, cool. Hey, guck mal. Das mag ich am liebsten. Woher wusstest du das? Ach, Junge. Nichts überrascht mich mehr. Nichts bringt mich zum Lachen. Was? Ja, ich weiß. Ich bin ein wenig dramatisch. Oh ja, das bist du. Wie viele Herzen haben wir? Ach so, ja, gut. Sieht ja richtig gut aus, ne? Das passt ja so. Und was macht Louis hier? Kauft er irgendwie ein paar neue Sachen? Ich würde mir gerne die örtlichen Betriebe anschauen, um mir einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Ja, dann mach das. Ich mache gerade eine Pause von meiner Forschung. Okay. Gut. Ja, Leute. Ebene 30. Gehe ich jetzt einfach mal so spontan hin und hoffe, dass wir da fündig werden. Da haben wir noch eine Kristallfrucht. Moment. Die nehmen wir mit. Und da ist noch eine Stechpalme, ne? Genau. Die kommt auch noch mit. So, 2000 haben wir noch. Wir können uns sowieso kein neues Schwert oder so kaufen. Aber okay, was war da jetzt noch für ein Kram drin? Das hier. Soll ich noch ein bisschen was hier lagern? Das bringt ziemlich viel Energie. Ach komm, ich lagere mal das hier. Das ist schon okay. So, ich fahre jetzt in... Oder in 40. Oder in 50. Oh, ich weiß es nicht. Lass mal in 40 gehen. Ach, 40er sind diese Eis... Sind diese Eisebenen. Wow, hier ist direkt wieder voll was los. Ja, genau. Stürzt euch alle auf mich, ne? Ist ja gut. Mhm. Ja, es klappt ja richtig gut. Warum funktioniert das so schlecht hier? Die sind doch eigentlich alle voll easy. Ah, gut. Ja, komm schon, weg mit dir. So, du auch noch. Hallo, warum bin ich so schlecht im Kampf? Was ist denn los? Da ist schon die Leiter. Ja, komm, gehen wir runter. Hier finden wir Quarz, ja. Wo finden wir Jade? Waren das besondere Steine? Ich weiß das nicht mehr, Leute. Kann natürlich auch sein, dass wir hier jetzt vollkommen falsch sind, ne? Ich weiß es echt nicht. So, da haben wir nochmal Eisenerz. Ja, gut. Es ist aber gar nicht so wichtig, das alles mitzunehmen. Steine, Steine, Steine ohne Ende. Da ist die Leiter, okay. Ich möchte doch nur Jade. Ich glaube aber, die waren in irgendwelchen speziellen Steinen. Ich glaube, die sahen irgendwie ein bisschen anders aus. Da kommen jetzt wieder ein paar doofe Fledermäuse. Das ist ein Aquamarin. Okay. So, die ist weg. Noch eine irgendwo. Jetzt geht sogar noch weiter nach oben. Okay. Ah, Fledermaus. Jetzt komm her. Na, komm schon. Hallo. Oh, wie die einen dann immer ärgern, ne? Unglaublich. So, weiter geht's. Auf der Suche nach Jade für Hayley. Nur für Mädchen, was auch immer sie damit anstellen möchte. Ich weiß es nicht. So, da haben wir nochmal Eisenerz. Bin wahrscheinlich hier komplett falsch. Ne, da hinten ist auf jeden Fall noch ein Fass. Das ist gut. Könnte gut sein, dass wir da fündig werden. Ja, ihr blöden kleinen Viecher. Und Jade drin? Nein, Hartholz drin. Ja gut, Hartholz ist auch was Schönes. Kann man auch brauchen. Also, das war noch eine Omni-Geode. Sogar 2 Stück. Das sind gefrorene Geoden. Okay. Was ist eigentlich, wenn wir so einen großen mal weghauen? Kommen dann nur mehr Steine raus, ne? Ja, 2 Fledermäuse. Oh Gott, hier. Ja, kommt her. Kommt her, ihr Mistviecher. Du auch. Sogar noch eine. Wow, was ist denn jetzt hier los? Weg mit dir. Ja, sehr schön. So, dann mache ich einfach mal hier oben weiter. Ich habe so die Befürchtung, 40er-Ebenen sind nicht gut. Da ist noch so ein Vieh. Da sind noch mehr davon. Ich mache jetzt einfach hier oben weiter. Komm schon, bitte, Leiter. Oder soll ich es in den 50ern versuchen? Oder 60er?
Also ich meine mich erinnern zu können, dass wir ein oder zweimal relativ am Anfang schon Jade hatten. Von daher kann das doch gar nicht so weit unten gewesen sein. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So. Die nächste Leiter wäre jetzt schön, dass wir nochmal in 45 schauen. Ansonsten, oh nö. Oh nö, auf so super viel Kampf habe ich jetzt eigentlich keine Lust, ehrlich gesagt. Nee, dann gehen wir erstmal wieder nach oben, genau. Und dann, wie viele Plätze haben wir noch? Ja, geht noch. Dann gucke ich jetzt mal in Ebene 60 oder so. Hier war es auch noch so eisig. Hier geht es aber auch eisig weiter. Hm. Ich laufe einfach mal hier durch. Da haben wir noch Kupfererz. Brauchen wir gerade nicht. Oh, da ist wieder so ein komischer Geist. Da ist die nächste Leiter. Komm, wir gehen mal runter. Hier ist auch wieder total viel los. Da nehmen wir nochmal einen mit. Da kommt schon die nächste Fledermaus. Wow, jetzt muss man hier noch so super viel kämpfen. Und es ist schon 21 Uhr, ne? Ich habe so die Befürchtung. Ich habe so die Befürchtung, das wird nicht gut gehen. Oh nö, oh nö, oh nö, kommt. Nö, jetzt nicht so ein Stress hier. Ich gehe jetzt nochmal kurz in 70 oder so. Irgendwo, wo wir kein Eis haben. 75, gucken wir einfach mal. Ach ja, hier war das... Nee, hier war erst recht kein Jade. Hier war doch erst recht kein Jade. Was war 30? Das waren die hier. Ich bin mir nicht sicher. Da ist auf jeden Fall ein Erdkristall. Das ist gut, den könnten wir gebrauchen. Toll, da hätten wir nochmal Käferfleisch. Ich finde kein Jade. Ist da vielleicht Jade drin? Nein. Okay. Dann eben nicht. Ach doof, na komm, dich töte ich mal eben. Dann nehmen wir das Käferfleisch noch mit und dann ist es jetzt auch schon 22 Uhr. Ja, Haley, es tut mir leid. Ich kann morgen nochmal mein Glück probieren. Da ich aber, wie gesagt, sowieso nicht weiß, in welchen Ebenen ich das finde, kann das Ganze auch ein bisschen für die Katze sein. Da ist jetzt nochmal eine Leiter. Nee, komm, ich würde sagen, wir gehen nach oben, können es eventuell morgen nochmal probieren und wenn nicht, dann hat die gute Haley Pech gehabt. Was können wir jetzt noch mitnehmen? Das können wir nicht mehr mitnehmen. Gibt es irgendwas, was wir wegwerfen könnten? Ja, das hier, komm, Harz, ey, das benutze ich nie. Habe ich jetzt... Habe ich die Süßkartoffel weggeworfen, aus Versehen? Ja, habe ich. Gut, ist okay. Ist okay, kann ich mitleben. So, ab zur Bushaltestelle. Es ist auch schon dunkel geworden. Und hier vorne war noch eine Stechpalme. Können wir die noch mitnehmen mit der anderen Stecken? Nein, die war von besserer Qualität. Okay. Ja, Haley, wie gesagt, es tut mir echt leid. Also, das kommt weg, das kommt weg. Das kommt weg, das wird verkauft, das wird verkauft. Das behalten wir. Ich weiß nicht, die Flügel, wie viel haben wir davon? 89. Das ist so unfassbar. So, das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein. Und gefrorene Geode. Schmied kann sie aufbrechen. Okay, die kommt dahin, die kommt dann dahin. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Und die kommen dahin. Und mit dem Käferfleisch machen wir mal eben ganz fix ein paar, ein paar Köder. Also, sehr schön. 5 an der Zahl. Ja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Bett. Es tut mir leid, liebe Haley. Oh, Struppel. Du bist endlich mal wieder im Haus. Das ist schön. Ja. Gute Nacht, Struppel. Sind wir aufgestiegen bei der Minenarbeit? Nee. Oh. Oh. Huh, was war das? Leute, was war das? War wieder ein Erdbeben oder so? Hm. Ich habe keinen Plan. Eine Explosion hallte durch die Nacht. Was ist passiert? Was ist passiert? Wie eine Explosion hallt durch die Nacht. Hier sieht erstmal alles normal aus. Wir haben Post. Hey, ich habe dieses Ding irgendwo in einem Schrank gefunden. Dachte, du könntest was damit anfangen. Eine Batterie. Dankeschön, Pam. Vielen, vielen Dank. Können wir die Batterie nicht in diesem Tunnel benutzen? Ich nehme die einfach mal mit. Ich bin mir da nicht sicher, ob das jetzt schon funktioniert oder ob man da vorher noch irgendwie was machen muss. Keine Ahnung. So, Lehm kommt auch mit. Ja, Leute, was war das für eine Explosion? Ah, das könnte... Oh, wow. Oh, wow. Ein neues Küken ist geschlüpft. Es sieht merkwürdig aus. Oh, ich habe keinen Namen. Tortellini, lass mich mal eben überlegen. Ich hatte letztens was. Oh, Tortellini. Was gab es denn noch? Tiramisu. Ich habe mich letztens noch mit jemandem drüber unterhalten und wir haben so viel gesammelt an Namen. Oh, was war das denn noch? Ich weiß was. Das war zwar nicht dabei, aber wir sagen einfach Fungi, also Pilz. Ja, wir sagen einfach Fungi. Oh, wir hatten so viel und jetzt fällt mir nichts mehr ein.
Aber egal, so Fungi, hallo, ganz süß bist du. Und wir haben zweimal Mayonnaise, das ist so wunderbar. Und jetzt habe ich mir schon vorher das Inventar hier so vollgepackt, ne? Das kommt dahin, das kommt dahin. Dann kommst du erstmal da rein und das kommt hier rein. So, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ach, da ist ja noch ein Ei, sicher jetzt erst. Ach, krass. Okay, noch ein bisschen Heu. Lasst ihr mich mal bitte vorbei, ihr lieben Kleinen. So, dann kommt das Ei hier unten rein. Ist auch ein bisschen unlogisch, dass ich die Maschine jetzt da habe. Ich hätte die eigentlich gerne da unten noch, aber kann ich dann vielleicht auch später nochmal machen. Oh Leute, dieses Ding da. Wie krass ist das bitte? So, was geht hier so ab? Hallo, geht's euch gut? Ja. Was ist mit dir, Tello? Ich hoffe, dir geht's auch gut. So, dann schnappen wir uns den Melkkübel und zweimal, ich mache jetzt einfach mal wieder kleine Milch, warum eigentlich nicht, ne? Die muss ja schließlich auch weg, also Milch und Milch und Melkkübel. Tello, bist du schon soweit? Nee, du bist noch ein Baby, okay. Nee, das war nicht richtig. Nein, ich wollte nicht Tello. Hier, ich wollte Lasagne oder Tiramisu. Komm schon. Ich möchte dich melken. Hallo? Gibst du mir bitte Milch? Dankeschön. So, sogar eine große. Sehr schön. Hey, nein, ich möchte Milch. Nein, ich stehe falsch. Ja, jetzt aber. Oh, sehr schön. Große Milch, ja, fantastisch. So, das kommt weg und das kommt weg. Und mit der Batterie werde ich dann gleich nachschauen, ob mir das schon etwas bringt. Jetzt bin ich aber erstmal gespannt, was das da ist. Weiß ich auch gar nicht mehr. Kann ich das mit der Spitzhacke? Deine Spitzhacke ist nicht stark genug, um das zu zerbrechen. Oh, nö, oder? Oh, nö. Und die neue kostet wahrscheinlich so 8.000 oder 10.000, keine Ahnung. Wir können aber mal vorbeigehen. Ich muss ja sowieso die Geoden aufbrechen, von daher können wir dann bei Gelegenheit einfach mal gucken. So, Köder, komm mal, jetzt habe ich den Melkkübel wieder dabei, ne? Ich Idiot. Leute, wir haben nochmal Eichenharz. Das ist ja voll gut. Das bedeutet, wir können noch so eine tolle Weinmaschine machen. Oh, das freut mich. So, das kommt dahin. Das ist ja mal richtig erfolgreich. Oh, schön. So. Kannst du es mitnehmen oder ist da irgendwie was im Weg? Sehr schön. Boah, richtig, richtig gut. Freut mich, dass es auch so schnell geht. Einfach fantastisch. So, hier kommt... Nein, Moment. Hier kommt auf jeden Fall die CD rein. Hatten wir jetzt noch mehr Müll? Wir hatten noch die zerbrochene Brille. Die kommt dahin. Gucken wir mal, was da so Schönes bei rumkommt. So, also Lehm behalten wir. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Und die Mayonnaise kommt weg. Das nehmen wir, wie gesagt, jetzt mit. Melkkübel ist jetzt egal, dann habe ich den jetzt dabei. Und wie war das? Was brauchte ich dafür jetzt? Ich schnappe mir das nochmal eben kurz alles. Was brauchte ich dafür? Ja, das habe ich doch alles dabei, ne? Ja, super. Dann kommt das erstmal hier hin. Wir schnappen uns die nächsten Weintrauben. Oh, es geht voran. Wie schön ist das bitte? Das freut mich. So, Weintraube dahin. So, rein damit. Dann lagere ich den ganzen Kram jetzt erstmal wieder hier. Das kommt weg. Ja, ich könnte es natürlich... Oh, ich könnte es mit zu Clint nehmen für die Spitzhacke. Aber ist das ja nicht die Goldspitzhacke? Wir haben jetzt Stahl. Also bräuchten wir als nächstes Gold, ne? Ich nehme einfach Gold mit. Wir können ja mal schauen, wie teuer der ganze Spaß so ist. So, da ist die Stechpalme. Die kann ich jetzt mitnehmen. Ja, und was mit Hayley ist? Keine Ahnung. Es tut mir echt leid, dass ich da kein Jade mehr für dich habe. Gefrorene Geoden brauchen wir auch nicht mehr, ne? Ich meine, wir brauchen eine für Demetrius. Aber das hat sich erledigt. So eine Quest haben wir auch nicht. Okay, da ist nichts drin und da ist auch nichts. Okay. Und da ist Louis. Hallöchen. Ich muss mir langsam einen Plan zurechtlegen, um unsere Stadt nächstes Jahr noch besser zu machen. Ja, mach das. Mach das. Oh, Jess, hallo, warte mal bitte. Was? Oh, Jess, hallo, ich möchte mehr reden. Hi, warum redet die immer so wenig? Ich glaube, ich muss sie auch mal ein bisschen mehr schenken. Ich habe eine Tür gehört. Wer war es? Clint, wird. Warum arbeitest du nicht? Was, wenn du willst, dass ich dein Werkzeug verbessere, musst du mir schon das richtige Erz bringen? Ey, kannst du mal bitte arbeiten? Das gibt's doch wohl nicht. Ey, ich habe so viele Geoden für dich. Ich wollte meine Werkzeuge verbessern. Warum arbeitet der dienstags nicht? Was ist denn da los? Das ist ja was ganz Neues. Jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Clint, ich habe nichts zu tun. Ach, die Batterie. Ja, natürlich, wisst ihr was, wir fahren jetzt eben mit der Lore. Das wollte ich doch machen. Boah, Clint, ich wusste nicht, dass der am Dienstag nicht arbeitet. Also gut, vielleicht ist er später da, aber ja, trotzdem, so Bushaltestelle. Ich möchte es jetzt gerne ausprobieren, hier in diesem Tunnel. Da ist es doch relativ dunkel. Oh, da sind noch kleine Würmchen. Moment.
das möchte ich gerne mitnehmen. Ja gut, Kupfererz. Und da ist es so dunkel drin und ich meine, irgendetwas war da mit der Batterie. Ach, wir kommen hier gar nicht... Ach, wir kommen hier gar nicht weiter. Okay. Okay, okay, das ist nur eine Lampe. Ja gut, dann hat sich das... Moment, erledigt. Eine batteriebetriebene Schließkarte. Unglücklicherweise fehlt die Batterie. Ja, super, ich habe eine. Das ist doch mal richtig gut. Es hat funktioniert. Die Kassette schwingt auf. In ihr liegt eine Notiz. Deine erste Aufgabe, bringe eine Regenbogenmuschel zum Bahnsteig. Lege sie in die Box. Mr. Key oder Quee. Regenbogenmuschel. Ach, jetzt weiß ich es auch wieder. Okay, aber was war nochmal eine Regenbogenmuschel? Eine Regenbogenmuschel? Ah, diese blauen. Das waren die blauen großen, ne? Ich glaube, davon habe ich keine mehr. Und ich glaube, die findet man auch nur im Sommer. Jetzt habe ich hier eine Quest drin. Der mysteriöse Quee. In einer Geheimschließkassette hast du eine Notiz mit merkwürdigen Anweisungen gefunden. Sie wurde mit Mr. Quee unterschrieben. Ja, Regenbogenmuschel. Okay, nee, ich glaube, die haben wir nicht, Leute. Ich glaube echt, die haben wir nicht. Oder doch? War ich so klug, alles zurückzubehalten? Ich habe keine Ahnung. Oh, da ist ein bisschen was fertig, das ist schön. Oh, für Harvey, ne? Dann wieder ein bisschen was Eingelegtes. So, das kann weg und das kommt erstmal da rein. So, da war eine. Da war eine! Oh, wie gut! Ja, super! Oh, das freut mich. Das freut mich wirklich. So, wir haben nichts mehr für die Recyclingmaschine. Wir haben aber bestimmt noch, ja komm, zwei super Auberginen oder so. Die können wir auf jeden Fall mal einlegen. So, das kommt mit, das kommt mit, das kommt mit. Und dann kommt die da rein und die da rein. So, also muss ich zum Bahnhof. Ich muss dem Harvey mal ein bisschen was Eingelegtes geben. Ich glaube, es ist auch nicht schlecht, wenn ich eins davon vielleicht mal zurückbehalte. Und das kommt auch eben kurz weg. So. Ja, Clint, boah, das ärgert mich wirklich. Ganz ehrlich, finde ich nicht gut von ihm, dass er da einfach mal am Dienstagmittag nicht arbeitet. Aber naja, was will man machen? Jetzt erstmal zu Harvey, damit der Gute endlich mal ein Geschenk bekommt. Ich habe das Gefühl, oh, ein Zug fährt da durch. Ja gut, können wir gleich auf jeden Fall nochmal hingehen, beziehungsweise werden wir sowieso tun. So, Harvey, oh. Oh. Hm, ich habe es so satt, diese Proben vorzubereiten. Oh nein. Ah, oh nein. Die ganze Probe ist ruiniert. Harvey wird mich umbringen. Lilly, was soll ich tun? Sammel es einfach vom Boden auf. Es wird keinen Unterschied machen. Sag Harvey, dass es meine Schuld war. Sag Harvey, dass es ein Unfall war. Komm, wir nehmen das auf unsere Kappe. Okay, ich schiebe es dann auf dich. Oh, oh. Was ist passiert? Ich habe etwas klirren hören. Lilly hat beim Eintreten die Tür so laut zugeschlagen, dass ich die Probe fallen gelassen habe. Du solltest anderen nicht die Schuld für deine eigenen Probleme geben, Maru. Was? Hm. Ich muss den Patienten wohl noch einmal herholen und diese Probe erneut nehmen. Das wird uns vermutlich einen weiteren Monat ins Minus bringen. Oh nein, es tut mir leid. Es tut mir leid, Maru. Ach, sieh mal eine an. Na, sieh mal an, wer sich hier rumtreibt. Clint, das gibt's ja wohl nicht. Also, bist du krank oder was? Nein! Wie klingen meine Lungen, Doc? Hä? Ich hab ihm das doch jetzt geschenkt, oder nicht? Ja, was ist da jetzt los mit euch? Wie klingen meine Lungen, Doc? Aber ich hab das ihm doch geschenkt. Das ist für mich, das mag ich am allerliebsten. Kannst du etwa Gedanken lesen? Okay, hat doch noch funktioniert. Leute, ihr lasst mich hier gerade nicht weg, kann das sein? Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Wollt ihr mich veräppeln? Hallo, ich komme hier nicht mehr weg. Ach doch, oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Ja gut, Clint ist also krank und kann nicht arbeiten. Dann hat sich das erledigt. Und wir bringen jetzt die Regenbogenmuschel in die Box. Und ich habe ja in der letzten Folge noch gefragt, oder in der vorletzten, was hat es damit auf sich? Und jetzt endlich erfahren wir es. Es ist Dienstag. Können wir Sebastian ein Geschenk geben? Nein, können wir leider nicht. Wir können aber den Krokus auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Und wir können auch die Würmchen da nochmal raushauen. Und
find nochmal gemischte Saat. Wow, wir haben so viel gemischte Saat mittlerweile. Da können wir im Frühling einiges wieder anpflanzen. So, Linus, wo bist du? Stehst du am Feuer? Nee. Okay. Und der Zug ist auch schon weg. Och, Manu, das ist ja doof. So, das hier ist aber jetzt hoffentlich die richtige Box, oder? Wir packen das mal rein. Du wirfst die Muschel in die Box. Sofort flattert eine Notiz von den Dachsparren über dir herunter. Gut gemacht. Deine nächste Aufgabe. Platziere 10 Rüben im Kühlschrank des Bürgermeisters. Okay, ich glaube, das können wir aber sowieso erst im nächsten Jahr machen. Weil dann erst die Rüben kommen, oder? Der Pierre hat ja gesagt, er hat immer wieder neue Saat. Was haben wir hier? Fragezeichen, okay. Gut. Dann gehen wir wieder. Boah, das wird ja dann jetzt ewig da drin bleiben, die Quest, ne, mit den Rüben. Nochmal gemischte Saat. So, lege 10 Rüben in den Kühlschrank. Ja, gut. Okay. Das werden wir dann später mal machen. Alex, warte mal bitte. Hey, kannst du Hayley finden und ihr sagen, dass ich Hi gesagt habe? Was? Was? Aber gut, apropos Hayley. Da wir sowieso nichts anderes zu tun haben, probiere ich mein Glück jetzt nochmal auf der Suche nach Jade. Vielleicht in den 80er-Ebenen oder so? Ich weiß es nicht. Oder 100er? Ich hab doch keinen Plan, Leute. Ich habe doch keinen Plan. So, Inventar. Was kann ich wegpacken? Also, das kann weg. Ich habe die doch nicht verkauft. Was habe ich denn da vorhin gemacht für einen Mist? Ich weiß es nicht. Ja, komm, ich behalte das. Ach, komm, das kann auch rein. Ist im Endeffekt egal. Komm, wir schauen mal. Soll ich mal in 100 gehen? In 100 war das hier. Da waren die Roten. Ich weiß nicht, ob man da Jade findet. Oh Gott, bitte, greif mich nicht an, bitte. Bitte nicht. Ich gehe lieber eine runter. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Amethyst. Das ist gut, da ist die nächste Leiter. Das sieht hier aber ganz gut aus, was so die Erze angeht. Nehmen wir doch mal ein bisschen Golderz mit. So, das hier war der Topaz, ne? Den hätte ich auch sehr gerne. Jo, zweimal Topaz, ach schön. So, das Golderz nochmal mit. Und natürlich den Amethyst. Später mal für Abigail oder Elliot mag die, glaube ich, auch. So, 103. Was ist in 103? Wow, in 103 ist einiges los. Kein Jade. Ich möchte doch nur Jade haben. Was ist das? Eisenerz. Na toll. Das ist ja mal richtig gut. So, hier ist sonst niemand. Das bedeutet, ich mache erstmal hier weiter. Nee, Leute. Jade, das war so grünlich. Das waren so grünliche Steine. Sind in den oberen Ebenen. Wirklich jetzt. Ich glaube, ich bin zu weit unten. Na, komm her. Ich glaube echt, ich bin zu weit unten. Ne, komm, wir probieren das nochmal in 15 oder so. 15. Einfach mal schauen. Oh, da ist ein grüner. War das nicht hier irgendwo? Ich bin mir nicht sicher. Oder ist Jade einfach überall verstreut? Nur halt total selten oder so? Ja gut, hier finden wir viele Geoden, hier sind die Gegner nicht schwer, alles schön und gut, aber trotzdem. Oh, ist heute kein guter Tag für die Mine? Ach, komm schon. Da gibt wenigstens ein bisschen Käferfleisch, ne? Von dir auch, Kim. Und von dir natürlich auch. So, da unten haben wir noch eine Kiste. Es kann ja auch immer mal sein, dass da ein bisschen Jade drin ist oder so, ne? Geht natürlich auch. Der hier kommt noch eben weg. Und euch töte ich dann nochmal eben kurz. Ah, da ist auch nochmal ein Krebs. So, weg mit euch. Weg mit dir. Dann gucke ich mal eben da oben rein. Was haben wir da? Gar nichts. Okay. Ich möchte doch nur Jade finden für Hayley. Heute ist der letzte Tag. Die ist böse auf mich, wenn ich ihr das nicht bringe. Dabei braucht sie das doch so dringend. Und es ist ja auch nur für Mädchen. So, das hier sieht nicht nach Jade aus, aber das sieht nach viel Käferfleisch aus. Sehr schön. Ja, weg mit dir. Da haben wir schon die Leiter. So, ein bisschen schneller, Lilly. Ein bisschen schneller. Den Erdkristall schnappen wir uns auch noch. Ich bin hier auch noch im Platt. So, wir können ja mal kurz rumlaufen, gucken. Sieht hier irgendwas nach einem grünen Stein aus? Nicht wirklich. Nein, nicht wirklich. Können wir hier einmal komplett rum? Nee, geht nicht. Okay. So, du kommst nochmal eben mit. Schade, kein Käferfleisch. Na gut. Dann eben nicht. So, dann sind wir jetzt in Ebene 18. Oh Mann. Muss doch hier irgendwo sein. Wie spät ist es? 20.20 Uhr. Oh, doof. Schon wieder so spät. Hm. Nein,
das sieht alles nicht besonders gut aus. So, komm her. Dann töte ich euch, damit ich da wenigstens ein bisschen was Sinnvolles mache für spätere Köder oder so. Da haben wir schon die Leiter. Ja gut, das lasse ich mal liegen. Ach, das war diese richtig krasse Ebene. Ebene, ne? Wo so viel los war. Ja, können wir vielleicht komplett runtergehen. Oder aber bis wir die Leiter finden. Na, komm her. Da ist schon die Leiter. Okay. So, jetzt sind wir wieder in 20. Ach Mann, das gibt's doch nicht. Keine grünen Steine, gar nichts. Nee, ich würde sagen, diese Ebene hier machen wir jetzt noch, weil ich gerade hier bin. Und dann lassen wir es. Ich kann mich ja mal kurz umschauen. Nee, das sieht aber nicht so aus. Wo war denn der Kram? Das war voll selten, das weiß ich wohl, aber... Na komm, euch kann ich ja noch mal eben kurz töten. So, da haben wir schon wieder die Leiter. Erdkristall. Wie spät ist es? 22 Uhr? Nee. Ach, doof. Ja, Ebene 0. Auch richtig blöd. So, wie viel habe ich jetzt hier noch? Oh Mann, oh Mann. Soll ich das jetzt alles noch mitnehmen oder soll ich das später holen? Ich könnte auf jeden Fall erstmal ein paar Köder machen. Na, komm schon, da haben wir es doch. So, 40, 50, 60, 70, 80, 85. Oh, supi. So, soll ich jetzt irgendeinen Kram wegwerfen? Das kommt weg, das kommt weg. Leute, Fasern haben wir ohne Ende. Die können von mir aus alle weg. Kohle, das kann weg, haben wir ohne Ende. Damit ich jetzt zumindest den mitnehmen kann, das mitnehmen kann, das mitnehmen kann, das mitnehmen kann. Und das war's dann auch schon. Ja, gut. Vielleicht komme ich gleich oder morgen nochmal hier hin und hole dann den Rest. Und wir fahren zurück zur Bushaltestelle. Also ich bin froh, dass es in dieser Folge geklappt hat mit dem Eichenharz, mit den Weinfässern. Das finde ich richtig gut. Aber das mit Hayley, das war jetzt ein bisschen schade. Echt, vor allem... weil es ja auch irgendwie ein bisschen schwierig ist, so ihre Freundschaft zu bekommen. Und von daher, ja, hätte ich das natürlich ganz gerne gemacht. So, das kann weg und das kann weg. Und dann, was mache ich mit der Höhlenkarotte? Habe ich davon noch welche? Hier habe ich keine mehr drin. Und was habe ich hier noch so? Da sind noch Höhlenkarotten, da kommen die dazu. Die verkaufe ich jetzt auch wieder. Doch, komm, das kann auf jeden Fall weg. Und die gemischte Saat kommt dahin. Und das ist dann alles für den morgigen Tag. Okay, gut, Leute. Ich würde sagen, wir gehen jetzt schlafen. Hallo, Struppel. Aufgestiegen sind wir sowieso nicht und verdient haben wir so mittelmäßig was, denke ich mal. So, einfach mal schauen, wie viel ist es? Über 1000 Hofarbeit. Ach, sehr schön. Gut, Leute, ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.